Professionalität gepaart mit sozialer Kompetenz zeichnet uns aus. FC Wels, ein Verein für die ganze Familie. Da bei jedem Spiel des FC Wels eine der zahlreichen Nachwuchsmannschaften mit der Kampfmannschaft einläuft, freute sich die U10A von Trainer Jürgen Hager beim Heimspiel gegen Bad Ischl schon auf den bevorstehenden Einsatz. Die Nachwuchskicker mussten sich sogleich einem Interview stellen. Was taugt dir da heute ganz besonders? Dass ich mit den Spielern renn. Mit den Spielern? Mit welchem ganz besonders? Milan. Mit Milan. Tobi? Ja, Milan. Ah, Milan. Sonst so wer Milan? Ja, sind alle Milan. Okay, nein, fahren wir mal in den Dorma. Wie taugt es dir heute, dass du mit dem Dorma erinnern darfst mit uns? Sehr gut. Sehr gut. Ja, hast du super wohl getroffen. Trainer Heli Gröger und seine Jungs konnten auf 5 Spiele ohne Niederlage zurückblicken und hatten die Möglichkeit, sich beim heutigen Match der vorgezogenen 35. Runde auf den 3. Rang zu verbessern. Vor 400 erwartungsfrohen Zuschauern wollte man den Erfolgsrun unbedingt fortsetzen. Da dieses Mal der etatmäßige Torschütze aus den letzten Runden, Alex Bauer, verletzungsbedingt fehlte, spielte Alexander Grumphals von Beginn an und auf der Bank nahmen einige junge Talente aus der 1B-Mannschaft Platz. Aber dazu später. Die Gröger-Elf war gleich zu Beginn in Spiellaune. Nach einem Eckball probierte es Marco Mittermeier mit einem Fallrückzieher, bei dem er allerdings auf den Ball vergaß. In der 10. Minute abermals eine schöne Kombination des FC Wels. Doch Bayram Gas konnte den Ball leider nicht verwerten. Eine Minute später ein Traumpass von Milan Koprivarov und eine schöne Flanke von Kai Fazeni auf den mitlaufenden Marco Mittermeier, der jedoch zum Leidwesen der Fans nur die Latte traf. Der junge Kai Fazeni ist aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken. Doch bleibt zu hoffen, dass ihm bald einmal beim Toreschießen der Knopf aufgeht. In der 18. Minute sah man die Bad Ischler das erste Mal in der Vorwärtsbewegung. Nach einer schönen Flanke von rechts von David Demmel legte Rudolf Durkovic mit der Ferse auf. Kapitän Swarovski fackelte nicht lange und schoss. Der Welser Torhüter Froschauer konnte den Ball zur Ecke klären. Aus dieser entstand gleich die nächste Möglichkeit der Ischler. Doch auch Jan Sokol konnte völlig freistehend nicht verwerten. 4 Minuten später eine ähnliche Szene. Schöner Angriff über rechts, Goli Froschauer konnte jedoch wieder vor Sokol klären. Am Feldherrenhügel war man sichtlich zufrieden. In der 36. Spielminute ein langer Traumpass von Thomas Winkler. Kai Fazeni konnte die Flanke von Alexander Grumphals leider wieder einmal nicht verwerten. Zum Ischler Pechvogel sollte an diesem Tag Jasmin Celebic avancieren. Hier nach 39 Minuten beim Vergeben seiner ersten Chance. Weitere sollten folgen. Nach einer ereignisreichen ersten Halbzeit schickte Schiedsrichter Klammer beide Mannschaften in die Kabinen. 10 Jahre FC Wels, Jubiläumsfeier und Ganztagesprogramm im großen Festzelt. Als Highlight ab 19 Uhr die Band Hormspiel. Näheres dazu auf www.fcwels.at. Drittes internationales Werner-Kainz-Dreiländer-Gedächtnisturnier im Askö-Stadion. Vom 30.05. bis 2.06.2013. Gespielt wird in den Altersklassen von U7 bis U13. Zahlreiche Teilnehmer aus Tschechien, Deutschland und Österreich haben sich bereits angemeldet. Es sind noch einige Plätze frei. Informationen unter www.dreiländerturnier.at. Kurz nach Wiederbeginn holte sich Thomas Winkler ein Andenken an das Spiel ab. Sein Gesäß brannte sicher noch am nächsten Tag. Nichtsdestotrotz näherten sich die Gröger-Jungs in der 62. Minute wieder einmal dem Ischler Tor. Der Fernschuss von Alexander Grumphas brachte leider nichts ein. In der 67. Spielminute wieder der Ischler Pechvogel Celebic. Der souveräne Schiedsrichter Klammer ließ im Welser Strafraum weiterspielen. Da aller guten Dinge 3 sind, probierte es Celebic gleich noch einmal. Wieder kein Erfolg. Unbeeindruckt von der Tormisere der Ischler zeigten sich die Messestädter. Nach Traumvorarbeit von Milan Koprivarov stand Alexander Grumphals goldrichtig und netzte zum 1:0 ein. Für ihn war es das zweite Tor für den FC Wels im Frühjahr. Kurz darauf ersetzte der junge Eigenbauspieler Rafael Karlovic den glücklosen Kai Fazeni. In der 80. Minute wollte Kapitän Lebersorg auf 2:0 erhöhen. Der Ischler Goalie Philipp Dramac konnte seinen Schuss allerdings bändigen. Sein Gegenüber Froschauer vereitelte gleich darauf eine weitere Chance des Gegners. Pechvogel die 4. In der 85. Spielminute traf Jasmin Celebic zum wiederholten Male nicht mit dem Runden in das Eckige. Anschließend zeigte Heli Gröger, dass er vermehrt auf die Jugend setzt und brachte Daniel Auberg für Torschützen Grumphals.
Dieser bedankte sich beim Trainer für das Vertrauen und schloss in der 91. Minute einen sehenswerten Lauf über das halbe Spielfeld mit dem 2:0 ab. Für Daniel Aubeck ein Traumeinstand bei seinem ersten Einsatz in der Radio Oberösterreich-Liga. Traumeinstand. Ich meine, ich war jetzt erst einmal im Kader, gleich eingewechselt und gleich ein Tor. Ich glaube, besser kann man sich das nicht vorstellen. Unglaublich, wirklich. Wir hoffen, es werden noch zahlreiche Folgen. Daraufhin war Schluss und der FC Wels ist nun bereits seit 6 Spielen ungeschlagen. Ein enttäuschter Bad Ischler Trainer Peter Hallader gleich nach Schlusspfiff. Diese Leistung einfach war nicht so gut, dass wir einfach einen Sieg verdient hätten oder Punkt verdient hätten. Sichtlich zufriedener sein Gegenüber Helmut Kröger. Wem dankte er? Gott sei Dank, ein Siegerinterview muss ich ehrlich sagen. Aber Gratulation an meine Mannschaft, das war wirklich eine kompakte Leistung von Anfang an. Erste Hälfte war es ein bisschen ausgeglichene Partie, aber zweite Hälfte haben wir sicher dominiert und haben mit 2:0 gleich verdient gewonnen.